Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Star Sand. Hey, Moment, hab ich. Ich hab doch hier gespeichert. Ich bin doch gerade hier gespawnt. Wo ist mein Unterschlupf hin? Ach. Keine Ahnung. Ich gehe mal in die Richtung. Ich glaube, da ist die Oase. Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin. Die Oase, die ich ja eigentlich suchen wollte. Wenn ich ein bisschen verschnupft oder irgendwas klinge, ich hatte gerade extrem heftiges Nasenbluten, wie ich das jetzt schon lange nicht mehr hatte. Nee, da geht's Richtung. Warte mal. Entweder ich bin gerade hier. Oder hier. Mal kurz gucken. Nö, ich glaube. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Vermute ich jetzt gerade, aber ich kann es mir nicht genau. Nee, warte mal. Kann auch sein, dass ich gerade vollkommen falsch rumdenke. Sehr schwer zu sagen für mich. Vielleicht sollte ich mir auch einfach kurz einen. Ich glaube, ich mache mir kurz einen Wegweiser. Stöcke habe ich nicht. Aber okay, also muss ich, wenn der dahin zeigt. Muss ich ungefähr dahin laufen. Mann. Macht auch irgendwie Sinn, weil dieser hohe Sandbank hier müsste das ja alles irgendwie schützen. Manchmal ist ein Wegweiser einfach notwendig. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich versuche es jetzt mal da vorne.
Aha. Manche Sachen ist, ich muss aber sagen, designtechnisch ist das Spiel manchmal an manchen Stellen so gut. Das ist halt wirklich eine Wüste, in der du dich gut verläufst. Muss mal gucken, dass ich die blöden Krokodile irgendwie rauskriegt. Hier ist Katana, sollte helfen. Ich bin Kamelreiter. Da ist ja schon eins. Geht doch. Ich habe gerade einen Freund getötet. Okay, jetzt ist er hungrig, jetzt fütter ich ihn mal. Humphrey. Hab ich noch? Ja, passt. Leder brauche ich auf jeden Fall. Das Fleisch nehme ich auch mit. Fett und Fleisch. So ein Krokodil, oder? Hat sich das festgepackt? Komm schon her, du feiges Vieh. Ich hätte gedacht, es waren drei Krokodile, aber anscheinend doch nicht. Problem ist, ich kann hier nicht viel machen. Ich muss sie rauslocken. Möchte ein Speer ist weg. Gute Krokoleder. Ich habe hier noch nie ganz runtergeschaut, oder? Ob hier noch irgendwas ist. Jetzt aber auch sagen, du kommst echt nur sehr, sehr schwer runter. Klar, es schwimmen hier nicht ist das, was du am meisten machst, dann ist es aber echt schwer hier runterzukommen teilweise. Okay, die haben sich lieb, die Kamele. Dann haben wir ein paar Mal neue bald. Gab's hier nicht haufenweise Ressourcen? Habe ich das so falsch in Erinnerung? Oder waren die alle da oben? Also ich weiß, dass ich sehe da oben einen. Verpisst euch. Das ist auf jeden Fall Ton. Echt nichts? Gar nichts? Ich kann mit den Pflanzen ja auch nichts machen.
Wie schnell trinke ich eigentlich? Oh, das geht schon recht schnell. Oh ja, das geht echt schnell. Okay. Ne, wenigstens habe ich die Krokodile gekriegt. Ja, mit den Steinen kann man immer noch nichts anfangen. Aber hier ist ein bisschen Ton, was ich nutzen könnte. Ich könnte noch mal gucken, ob unter dem Wasserfall noch was ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Wahrscheinlich schon. Boah, so viel. Oh, ja. Ist nur ein bisschen laut. Okay, ich glaube, ich fange an, mich vorzubereiten aufs Ende. Weil jetzt... Wahnsinn, ich möchte nur heimgehen. Nein! Was fehlt denn? Zwei Steine und Tauwerk. Oh, warte mal, kann ich auch einen Busch nehmen? Könnte man die nicht machen? Ah, noch ein Stein. Okay, ich höre die. So ein Stein vorkommen? Ja. Das Lehmzeug würde ich schon halt gern mitnehmen. Das wäre ein bitter gewesen, der letzte Schlag. Vielleicht hätte ich mir doch irgendwann mal richtige Werkzeuge herstellen sollen. Inventarsvoll, wie kann das denn sein? Ach, okay. Humphrey? Ups. Humphrey? Ach, da bist du ja. Ah, ich habe mich gerade gefragt, ob es halt Schaden gibt. So. Ich glaube, ich mache einen kleinen Zwischenspeicherstand. Ich meine, ich habe ein bisschen Zeug gekriegt. Und Fleisch kann man immer gebrauchen. Ich bin nur noch ein bisschen verwirrt. Also es gibt ein Achievement, wenn du das, wenn du auf den See des Bodens tauchst, aber... den Boden des Sees tauchst, so rum. Aber ich habe keine Ahnung, welches das sein soll. Ach, bevor ich hier abhaue.
Vielleicht noch ein paar Ziegel herstellen. Ich würde gerne noch ein paar Pulver herstellen, tatsächlich, in der Hoffnung. Also es gibt ja auch ein Achievement dafür, wenn du Regen machst. Es gibt eine Regenmaschine. Die Frage ist nur, ich glaube, ich habe soweit alles gefunden. Warte mal, ich bin jetzt hier am Kartenrand. Das heißt, ich müsste ungefähr, ja, ungefähr so laufen. Die Frage ist halt, Regen, ja, alles schön und gut, aber wie schalte ich das frei? Im Grunde muss ich nur noch entkommen. Was heißt nur noch? Das ist auch nicht ohne, wie ich gelesen habe. Ich brauch einen Anzug, damit ich an dieses Ding in der Nacht komme und dann muss ich hoch zum Tor. Dann gibt es nochmal einen richtig fetten Endkampf und ja, dann wäre das Ende von Starsend erreicht. Aber auch wenn ich dieses Spiel jetzt so langsam zu Ende bringen will, würde ich doch gerne das Spiel noch ein bisschen genießen. War das gerade ein Beben? Es gibt angeblich auch ein Gewehr, was zu diesem Anzug passt. Das Problem ist nur, woher kriege ich das? Woher kriege ich die Technologie? Also manche Sachen wurden ja freigeschaltet, nachdem ich bestimmte Dinge gebaut habe. Ich glaube, auch beim Bauen hatte ich noch nicht alles freigeschaltet. Vielleicht muss ich erst, hätte ich noch ein paar andere Bauteile bauen müssen. Ich weiß es halt nicht. Woher soll ich es auch wissen? Ich schaue halt wirklich nur in Lösungen rein, wenn ich absolut nicht weiß, was ich tun soll. Oh. Können wir noch mal kurz Kraft tanken, Humphrey? Eigentlich könnte ich hier noch einen zweiten Spieler mit verköstigen. Du findest. Habe ich in dem Spiel jemals Nahrungsprobleme gehabt? Ich glaube fast nicht. Ich wurde entweder getötet, bin runtergefallen in diese Todesgruben oder Sandsturm. Sandsturm, verdursten und getötet. Was, also verhungert bin ich im Spiel noch nicht. Weil du eigentlich auch immer genug findest. Sind noch ein paar Pflanzen nachgewachsen. Ihr dürft leben. Sieht nicht danach aus. Okay, so in die Richtung. Im Grunde sollte man am Anfang, wenn man sich gar nicht aus, also klar, diesen Bereich da hinten kann man problemlos erlaufen am Anfang. Aber eigentlich sollte man sich die Wüstenfrüchte schnappen, ein bisschen abwarten, bis die Kamele irgendwann. Ich weiß gar nicht. Die Kamele kommen nicht an diese Oase da unten, glaube ich. Kann mich zumindest. War das schon mal ein Kamel? Weil eigentlich könntest du einfach drauf warten, dass die Kamele zu dir kommen. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass mal eins vorbeikam. Ich glaube, die habe ich das erste Mal gesehen, als ich hier zur Pyramide gelaufen bin. Und seitdem sehe ich sie ständig. Also könnte ich mir vorstellen, dass da vorne irgendwie so ein Bereich ist, in den sie nicht laufen.
Ja, ich glaube, ich habe auch wieder total dämlich rum. Wird auf jeden Fall bald Nacht. Ja, mit Dromedar ist es halt leichter. Es kann zusätzlich noch was tragen. Ich habe einen tollen Sonnenschutz. Ah, da ist die Pyramide. Das heißt, ich bin ziemlich nah. Und du bist halt viel, viel schneller. Ich brauche noch einen Mangosamen. Diese komischen Glitsche hier. Ich sehe mal, wie die Wüste zusammengesteckt wurde quasi. Ich frage mich nur gerade, das hier war Schwarzpulver oder Schießpulver. Ja, Schießpulver meine ich. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen Tonerz draußen einschmelzen über Nacht. Metall sieht soweit gut aus, das ist nicht so wild. Pack mal das ganze Fleisch weg. Ich krieg passiv so viel Essen. Wollte das nehmen wir mit. Das nehme ich auch mal mit. Hatte ich nicht noch irgendwo Stoff? Da. Die Stöcke behalte ich jetzt mal. Obwohl, eigentlich kann ich den Ton ja auch vertun, wenn ich so drüber nachdenke. Muss wirklich die Taste drücken, ja, ist egal. Sollte passen. Schön die Tür am besten noch offen lassen, dass alles reinkommt. Gehen wir schlafen. Wurzeln, die nicht da sind, im verlorenen. Diese verwirrenden, ich weiß nicht, sollen das Gedichte sein? Ich weiß es, das ist so komisch. So, mal sehen, was uns die Feuerstelle Feines gezaubert hat. Und immer noch. Ach so, das wird ausgesetzt in der Zeit. Und da kommen auch immer zwei Ziegel raus, das ist eigentlich echt gut. Sollte reichen. Oh, ich brauche Wasser. Ja, ich brauche eine Mangosamen. Da fällt mir ein, Humphrey. Du hast noch ein paar Sachen, die ich gerne verarbeiten würde. Nein, das wollte ich nicht. Doch, das wollte ich.
Das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit. Den Rest kannst du behalten. Ne, hier wollte ich rein. Hatte ich hier nicht noch irgendwo haufenweise Kohle da? Ja, eins fehlt mir halt noch. Wo sind meine Trophäen da? Was? Ich brauche so ein Trophäe-Ding. Oh, den wollte ich auch bauen. Da brauche ich aber. Oh, scheiße, ich hab. Oh, kann ich noch an das Tonerz? Ist da noch was da? Ich brauche doch noch was. Oh, ein bisschen haben wir noch. Ich würde sagen, wir lassen es noch einmal durchlaufen. Und dann holen wir es raus. Ach Mensch, das sind doch schon Stiele. Ich bin so doof. So, zurück zu dir. Einen Rüstungsständer. Ich glaube, ein bisschen Metall brauchte ich noch. Habe ich hier noch irgendwo welches? Ein bisschen Glück gehabt. Ist noch was? Nö, alles was ich brauche, alles was ich wollte. Werkzeuge. Als nächstes hergestellt die Äxte. Ah, die Trophäe. Die stammen hier raus, das profitiert sie bestimmt. Geht nach Hause. Typen wie euch können wir nicht besonders gut leiden. Einfach mal hier, es ist ein bisschen kahl hier drin. Kommen die Metallwerkzeuge, okay.
Ah, endlich. Ich sage, ich schmeiß den Hammer weg. Beim nächsten Sandsturm wird er verschwinden. Moment. Ist das das Problem gewesen? Ne, warte mal, fehlt immer noch was. Tischstuhl. Baldachin. Bauen wir mal ein paar Sachen hin. Ah. Okay. Bretter, Hammer. Baumstämme, Hammer. Ach, ich habe nicht genug Metall. Gut, vergessen wir die ganze Sache. Ich glaube, dann baue ich lieber mal so ein Explosivfass. Schwarzpulver habe ich ja genug. Ach, Bretter. Macht irgendwie Sinn. Ach, warum nicht? Ich würde sagen, es ist Weihnachten, aber es stimmt nicht. Auch ein bisschen Arbeit. Ich brauche halt echt noch eigentlich eine. Ich brauche echt noch ein paar Gegner, damit ich das letzte Teil der Rüstung habe. Weil das hätte ich eigentlich auch ganz gern, aber ich weiß nicht, wie ich Gegner separat anziehen soll. Aber ich weiß, dass ich die Mangos jetzt wieder wegpacken kann. Dann bleibe ich lieber bei Bananen. Vielleicht brauche ich doch noch mal eine Falle. Ich weiß nicht, was die Dinger können. Sollen wir mal zauen? Holzdorn. Ach, okay, das ist. Jetzt habe ich keine Taue dabei. Ja, es ist warm von mir aus.
Jetzt müsste ich doch eigentlich soweit alles haben, oder? Das ist ja relativ simple Verteidigung. Verbindung. Ah, okay. Mir egal, ob du jetzt Schaden kriegst. Ich habe keine Ahnung, wie das. Ach, ich weiß, wie das funktioniert. Das ist eine. Okay. Wird ausgelöst. Zack, zack. Gut, verletzt mich nicht, verletzt mich das? Nö, auch nicht gut. Aber ich muss jetzt eigentlich warten, bis es ein bisschen von Temperaturen runtergeht. Vorher kann ich eigentlich nichts machen. Halt, nee, so rum. Mir fehlt echt noch einmal dieser Schwanz. Schuppen habe ich mehr als genug. Der platziert das aber halt auch so. Nein, der macht das echt falsch rum. Was? Okay, ich kann das. Er macht es einfach falsch rum. Das kann ich nicht verhindern. Warum macht es darum? Er macht es nur darum falsch rum. Okay, dann. Egal wie ich es platziere. Oder warte mal. Das eine hat er jetzt richtig platziert, warum auch immer. Ach ne, hier platziert. Ja, das liegt an der Tür. Ich glaube, es liegt. Was denn hier passiert? Ach, wahrscheinlich, weil ich das weggerissen habe. Okay. Oh, sehr gut. Humphrey? Ey, der ist schon wieder einfach weggelaufen. Bleib mal schön hier in der Nähe. Jetzt bleiben ja alle Tiere dran leben, kleben oder was? Ich hab den doch erst gefüttert. Wie kann es denn sein, dass er schon wieder sofort wegläuft? Blödes Vieh. Humbug. Kommen Sie, ist die Frage. Ich hab's doch gehört, aber ich sehe nichts. Hey, ich bin hier. Ah, jetzt kommt schon.
Ach, da. Kommt mal her. Cool. Die kriegen Schaden. Das ist irgendwie cool. Indem die dran vorbeilaufen, kriegen die echt Schaden. Frag mich nur, wie hoch der Schaden ist. Greif das kommen. Greif ich das Dromedar jetzt auch noch an? Okay. Hallo, greif ich das Dromedar jetzt an? Den muss ich wahrscheinlich wirklich abreißen. Wenn du da so eine lange Schlange hast. Haben wie lange das dauert, ihn damit zu töten? Nicht die Sachen, die ich brauche. Ey, komm zurück, du blödes Kamel. Aber da, was auch immer. Okay, die erste Falle funktioniert echt super. Diese Holzfalle kannst du vergessen. Ah. Okay. Dann ist das eine gute Falle. Ich habe schon gedacht, du musst die immer neu aufbauen. Das wäre richtig scheiße. Ach, ich scheiß auf die Köpfe. Da ist gar nichts drin. Ich krieg nie das, was ich will. Ich krieg jeden Scheiß zehnfach, aber nicht das, was ich möchte. So, läuft das Vieh schon wieder weg? Nee. Aber diese Schlagfalle ist geil. Wenn du davon zwei, drei hast, dann kannst du dich auch ganz gut verteidigen, glaube ich. Gibt's doch nicht. Dass mir das Vieh auch irgendwie ständig wegläuft, nervt mich ein bisschen. Jetzt warte ich kurz, ich will den nämlich nicht verlieren. Wieso darf ich dich nicht füttern?
Ich überlege, ob ich jetzt einfach noch drauf anlege und jetzt einfach mal aufbreche. Jetzt, wenn es dunkel wird. Ausrüstung. Sechs Schuppen und die Schwänze. Und sonst nichts? Nö. Nee, andersrum. Kralle bleibt. So, Verband. Das lasse ich jetzt auch mal hier. Ich muss halt Sachen mitnehmen, mit denen ich was anfangen kann. Das heißt auch im Zweifelsfall. Muss ich mich auch verteidigen können. Essen sollte soweit passen. Einen Hammer brauche ich nicht. Einen Hammer lege ich jetzt hier mal mit rein. Die Sachen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das lasse ich jetzt auch mal hier. Dann würde ich es einfach mal versuchen. Na, ich bin gerade so richtig eifersüchtig auf meine. Also die Azubine über mir. Und die hat gestern ihre letzte Prüfung erstmal geschrieben. Sie hat dann bloß noch eine mündliche und boah, ich bin so neidisch. Ich hoffe, dass ich das in einem Jahr auch sagen kann, dass gut, ja, hab's jetzt geschrieben. Keine Ahnung, mindestens eine 4 wird es auf jeden Fall. Wie viel besser wird es, wird sich zeigen, aber ich werde auf jeden Fall bestehen. Ich hasse halt echt unser komplettes Bildungs- und Ausbildungssystem, finde ich einfach nur scheiße. Früher dachte ich, ja, okay, auch. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, in meiner Erstausbildung, die Sachen, die in der Prüfung drangenommen wurden, wir haben, glaube ich, nur bestanden, die hatten wir teilweise gar nicht durchgenommen. Die haben wir wirklich, wir haben die wahrscheinlich nur geschafft, weil unsere Lehrerin dann gesagt hat, okay, ich setze mich hier nochmal mit euch hin und mach die Sachen mit euch. Also, sie hätten uns so richtig auflaufen lassen können. Aber andererseits, das wäre echt schlecht für die gewesen, wir waren die erste Ausbildungsklasse. Und dann gleich. Zumindest in einem einfachen. In Anatomie hatten wir echt Sachen dran, die wir nie hatten. Wo ich mir denke, schön. Und was hat unser Anatomielehrer gemacht? Oh, wir machen jetzt Endokrinologie. Die kam gar nicht in der Prüfung dran. Und auch als sie mir gestern ein paar Sachen gesagt hat, habe ich mir auch gedacht, toll, du hast diese Fächer eigentlich schon durch in diesem Bereich. Und jetzt kommt ein großes Aber. Dieses und dieses und dieses hattest du nicht. Das wird so richtig toll.
Muss mal ganz kurz hier drüben was machen. Gespeichert habe ich ja. Ui, das war eng. Okay, diesmal sehen wir wenigstens was. Okay, die Viecher sind wieder da. Von mir aus. Sollen sie doch. Ich glaube, die Pilze sind auch wirklich nur da, um dich hier durchzulotsen. In diesen Bereichen, solange du das Nachtsichtgerät noch nicht hast. Okay, was ich trotzdem machen werde. Okay, es geht nicht schneller. Ich habe gedacht, vielleicht geht das schneller, aber da habe ich mich geirrt. Ja, wenigstens ist alles respawned. Aber dieses ewig laute Geräusch ist schon sehr, sehr, sehr nervig. Ich habe gar kein Dings mitgenommen, weil ich doof bin. Nichts zum Aufladen. Ja, das halte ich schon aus. Aber Pilze kannst du hier immer wiederholen. Okay, und diese Symbole muss man sich merken. Das machen wir aber schnell ein paar Fotos davon. Das aussieht wie zwei unförmige Brüste. Das. Das aktiviert ist es anscheinend schon. Und jetzt kann ich Richtung. Ja, ist ja gut. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Lasst uns von hier verschwinden. Ja, die grüne Blüte hätte ich mitnehmen müssen. Okay, von mir aus. Jetzt gerade im Moment brauche ich nicht mehr. Brauche ich nur Essen, Wasser und solange ich diesen Anzug trage, wird mir auch nicht zu kalt in der Nacht. Und bis ich oben bei der Tür bin, sollte es auch wieder entsprechend passen. Los, Humphrey!
Ja, bleibt tatsächlich gleich die Temperatur. Wir müssen eine Welt verlassen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo das letzte Ding ist, aber ganz ehrlich, das Spiel bietet mir gerade keinen neuen Content. Das Bauen funktioniert leider auch nicht so, wie ich mir es vorstelle. Und ich könnte jetzt noch ein paar Achievements farmen, aber andererseits passt soweit, denke ich. Ich weiß auch nicht, woher ich dieses Gewehr bekommen sollte. Oh ja, ein bisschen habe ich noch. Aber auch ohne die Fackel sehe ich noch sehr, sehr gut hier. Habe ich nicht eigentlich 100% Kälteschutz? Ab 10 Grad kriege ich Schaden. Erstmal eine Banane. Der Zucker in der Banane wärmt ein wenigstens ein bisschen auf. Nicht so gut, wie es Fett macht, aber ein bisschen. Nee, das funktioniert nicht ganz mit. Alles ist, es hat die perfekte Temperatur. Meine Temperatur sinkt trotzdem. Ich lasse mal die Fackeln in da hin, vielleicht hilft das ein bisschen. Nee, das dürfte eigentlich nicht sein. Aber in der Wüste kann es wirklich richtig übel kalt werden. Als ich damals in Afrika bei einer Safari mitgemacht habe, habe ich auch, ui. Ich friere nicht sehr schnell, aber das war schon übel. Am Tag wird es brüllend heiß, in der Nacht wird es wirklich, es ist wirklich so, es wird richtig kalt. Okay, die Temperatur steigt wieder, warum weiß ich nicht. Ist mir aber fast auch schon egal, ich will jetzt einfach nur. Oh, liegt das an der Fackel gerade? Ne, obwohl die Temperatur steigt ja immer ein bisschen, wenn du Schaden gekriegt hast oder sie. Also sie nähert sich ein bisschen dem besseren Stand an. Sag mal so. Dem Optimalstand. Jetzt irgendwo hier sein, glaube ich. Ich hätte vielleicht doch ein paar mehr Wegweiser mitnehmen sollen.
Hinten ist Schwefel. Ah, ich glaube, da ging es zur Oase. Es ist allgemein eine saublöde Idee, hier dann ohne Dromedar rumzurennen. Doch nicht, das ist auf jeden Fall der Flusslauf hier. Ich renne mal hier lang. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, es ist auch schon verdammt lang her. Ich weiß noch, es war ein Weg, den ich eigentlich hätte schon eher finden müssen, den ich aber irgendwie nicht gefunden hatte. Der war offensichtlich, aber ich bin nie da lang gelaufen. Geh mal da lang, entweder da oder da. Ach, ein Busch. Ich laufe mal kurz da lang, aber ich habe echt gerade keinen Schimmer. Es könnte auch sein, dass es da ist, dass es nicht ganz oben war, sondern. Temperatur steigt aus irgendeinem Grund aber auch wieder. Hängt das irgendwie mit dem Schaden zusammen? Dass es so. Dass es das kleine bisschen Plus ist, was jetzt meine Temperatur extrem hochschnellen lässt. Aber auch mit Humphrey ist das gerade ein bisschen. Ja, das ist jetzt auch so eine Sache. Es ist halt teilweise manchmal so ein bisschen zäh, das Spiel. Nee. Bin ich falsch. Wenn du halt nicht weißt, wo du hin musst, dann hängst du hier teilweise echt extrem fest. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann würde ich einfach ausmachen und beim nächsten Mal würde ich nochmal eine Erkundigung einholen und dass wir dann beim nächsten Mal das Spiel einfach beenden und fertig. Es gibt so ein paar Sachen, die mich noch ein bisschen ärgern in dem Spiel. Also zum Beispiel, also ein paar Errungenschaften, die eigentlich relativ leicht sind, die ich aber nicht kriege, wie zum Beispiel die Rüstung zu komplettieren. Ich kriege nicht diese scheiß Schuppen. Ich habe jetzt schon 35 Aliens getötet. Vielleicht habe ich am Anfang auch ein paar liegen lassen. Das will ich jetzt noch nicht mal abstreiten. Aber ja, mir fällt gerade auf, ich habe diesen schwarzen Rand tatsächlich auch an meinem Bildschirm. Ich sehe das bloß nicht. Ich dachte, er ist nur durch die Aufnahme entstanden, aber nein, den habe ich auch. Der fällt mir nur nicht auf. Das ist ja interessant. Halt, ist das das Tor? Vielleicht wieder keinen Bock zu laufen. Ne, das war eine zerstörte Stadt. Ah, ich hasse es. Ich finde mich ja in diesem Spiel teilweise nicht zurecht.
Nee. Da war dieser Tempel davor und es wird doch, glaube ich, schon wieder Tag. Boah, der Fallschaden ist manchmal aber echt heftig. Ja, ich hab's verkackt. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wo es genau ist. Wenn ich wenigstens noch mal finden würde. Also im Internet stand, du hast nur in der Nachtzeit. Wenn ich es jetzt finden, ich finde es halt ja noch nicht mal. Würde ich am Tag versuchen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum kann man das nur in der Nacht machen. Ach, ich bin vollkommen falsch. Bin jetzt hier in Richtung da oben. Ja, dann war das die Stadt. Da ist noch eine Oase, die mir eigentlich egal ist. Oder ich gehe zur Oase und mache da nochmal kurz eine. Baue da schnell was auf und dann kann ich mir auch zur Not ein paar Wegweiser fürs nächste Mal machen. Obwohl, nee, das ist auch Kacke. Da ist diese Ruine. Ich wusste auch schon, ich habe mir schon gedacht, dass ich zu weit bin. Aber kurz suche ich noch mit euch. Ewiges Suchen ist ein Killer für Spiele. Das ist sehr, sehr schlecht. Das frustriert die Leute. Also ich habe nichts dagegen, ein bisschen was zu suchen. So Witcher-mäßig. Obwohl es da auch ein paar Stellen gibt, die ein bisschen, sag mal, was schlechter sind. Habe ich mir das nie markiert? Ich versuche es jetzt mal da. Weil dann würde ich beim nächsten Mal einfach, wie gesagt, direkt drauf zusteuern. Ich habe ja jetzt soweit alles ausgerüstet. Vielleicht mache ich mir noch ein, zwei Wegweiser zur Hilfe. Aber ich gehe auch gerade in meine Arbeitszeit rein, das will ich eigentlich auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Starsign für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.